und herzlich willkommen zum 47. Bonner Wirtschaftstalk aus dem Bonner Kunstmuseum. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Sie haben vielleicht auch heute Abend ein bisschen Zeit, denn manches liegt ja momentan brach. Gehören Sie nämlich sonst vielleicht auch zu den 39,7% in Deutschland der Bevölkerung, die sich freiwillig engagieren? Das sind zusammen, diese 39,7%, das ist eine Wirtschaftsleistung von 280 Milliarden, die da erwirtschaftet wird. Und um das so ein bisschen ins Verhältnis zu rücken, wenn Sie mit diesen 280 Milliarden mal in Frankfurt an der Börse shoppen gehen würden, könnten Sie sich Siemens, Daimler und die Deutsche Telekom kaufen, so im Vorbeigehen. So, das ist also absolut ein Thema für den Wirtschaftstalk, das Ehrenamt. Wir wollen heute klären, inwieweit Engagement, Verantwortung und Freiwilligkeit unser Land zusammenhalten. Und dafür habe ich spannende Gäste eingeladen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Einmal zu meiner Rechten Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt NRW. Herzlich willkommen. Guten Abend. So, zu der linken Seite, und da muss ich Ihnen direkt erklären, nicht, dass Sie sich jetzt denken, warum haben die denn nicht aufgeräumt? Jetzt haben Sie heute schon kein Publikum im Museum und jetzt sitzt da der Professor Dr. Michael Hüter, der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, und dahinter ist nicht aufgeräumt, da steht so ein Kühlcontainer rum. Nein, nein, das ist, wir sind ja hier im Museum, das ist schon die Vorbereitung für die neue Ausstellung Sound and Silence, die wird schon aufgebaut und ist ab dem 27.05. hier zu sehen. Ich hoffe, dass wir vom Professor Dr. Hüter heute wenig Silence und viel Sound bekommen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Zu meiner Rechten Stefan Hagen, Präsident der IHK Bonn-Rhein-Sieg und dem im DIHK-Vorstand. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und zu meiner Linken, last but not least, Timo Müller, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Tanzhaus Bonn. Ihnen müssten ja jetzt die Füße jucken, ne? Mit Tanzen ist nicht viel momentan. Das ist tatsächlich im Moment auf Eis gelegt. Ja, guten Abend. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Danke. Sonst werden Sie wahrscheinlich auch tanzen. Ne? Ja. Ah, ein bisschen. Wir fangen mal so ein bisschen an mit der Definition Ehrenamt. Das ist ja so ein großer Begriff. Der Trend geht ja auch eher dahin, das gar nicht mehr so Ehrenamt zu nennen, sondern Engagement, weil es irgendwie schicker klingt und nicht mehr so piefig, sondern eher nach hochgekrempelten Ärmeln. Ich frage aber mal die Frau vom Fach, die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Wie ist denn das in so einer Position? Ist dieser Posten eher wie ein Sack Flöhe hüten? Oder hat das schon eher was von Ameisenhaufen? Nein, nichts davon. Also ich sag mal, man muss ein Herz für die Engagierten oder auch für die Ehrenamtlichen, egal wie Sie es nennen wollen, haben. Sonst könnte man das so in der Staatskanzlei nicht machen. Wir sind ja auch das einzige Bundesland, was Sport und Ehrenamt in der Staatskanzlei angesiedelt hat, um eben diese vielen, wie Sie es nannten, Ameisen aus der Anonymität der Ministerien rauszuholen und ans Licht zu bringen. Und da haben wir eben einiges gemacht in den letzten Jahren. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Ich tippe aber auch mal den Herrn Hüter an, denn Sie haben ja auch mitgearbeitet in den Freiwilligen-Surveys, also die Befragungen, wie es überhaupt aussieht in Deutschland. Direkt die Frage, funktioniert unser Land denn überhaupt ohne Ehrenamt und Freiwillige? Also würde da überhaupt noch was gehen in Deutschland ohne Ehrenamt? Also es würde anders organisiert, aber eine freiheitliche Gesellschaft, eine Demokratie lebt davon, dass die Menschen Dinge aus eigener Überlegung, aus eigener Überzeugung, aus eigener Ermächtigung tun, jenseits des Beruflichen und jenseits des Privaten. Also wenn Sie gefragt haben, was ist Engagement oder Ehrenamt, wir haben das auch in den Engagementberichten definiert, das ist immer nicht ganz einfach, weil es ein bisschen unscharf wird, nicht? Also Unternehmen sind ehrenamtlich, Einzelne sind ehrenamtlich, es gibt organisiertes, weniger organisiertes, projekthaftes, aber der Grundgedanke ist doch, Menschen machen jenseits von Privatheit und Beruf etwas für die Gesellschaft oder für andere. Und damit haben sie einen Effekt. Also sie wollen Beitrag leisten, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Und wenn wir, weil sie fragen, funktioniert unsere Gesellschaft gut? Die Quoten, wie wir das nennen, also die Engagementquoten, wie viele Menschen machen etwas, die sind über die letzten 20 Jahre deutlich angestiegen. Wir waren unter 30% bei den Engagementquoten. Im Freiwilligen-Survey sind wir jetzt bei fast 40. Ja, 39. Und das zeigt ja diesen Effekt. Also das ist erstmal toll. Und spannend ist auch zu sehen, wir haben aber an der Stelle immer noch eine West-Ost-Teilung.
Und da wirkt die DDR in der Tat nach, weil die DDR natürlich als Nicht-Demokratie, als ein, wo der Staat alles macht, alles kann, da brauche ich auch keinen Privaten. Da müssen sie gar nicht anfangen. Das hieß dann in Volkssolidarität und irgendwie. Und dann haben die dann irgendwie mal organisierten Kasten Bier genutzt, um damit dann noch irgendwie den Garten zu machen. Aber es war immer organisiert, es war nie freiwillig. Und das macht den Unterschied. Auch ein spannendes Feld. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu. Aber Sie beide sind ja quasi die Hauptberufler. Wir haben aber ja auch direkt Betroffene hier, also Ehrenamtler, die hier sitzen. Auf die möchte ich jetzt zuerst kommen, denn Sie kennen sich natürlich auch aus der IHK. Und da würde ich direkt nur, um das auch so einschätzen zu können, Sie sind ja beide in der Vollversammlung drin. Wie ist denn das so mit Zeitaufwand? Also würde ich gerne mal vergleichen. Wie ist das als gewähltes Mitglied? Wie viel Zeit investieren Sie? Und dann hätte ich gern vom Vorsitzenden mal so den Zeitaufwand im Vergleich. Vielleicht fangen Sie vom Präsidenten, entschuldigen. Ich glaube, das ist tatsächlich gut, dass Sie mit mir anfangen, denn das ist bei mir als einfaches Vollversammlungsmitglied, glaube ich, relativ schnell erklärt. Der Zeitaufwand hält sich wirklich in Grenzen. Ich kann dazu halt nur jeden ermutigen, da mitzumachen in so einer Vollversammlung. Haben Sie gedacht, er soll Werbung machen? Ja, nein, hat er gar nicht gesagt. Im Wahljahr. Ich mache das aus einer ganz festen intrinsischen Motivation heraus, denn es wird ja auch, das muss man ja auch ganz offen sagen, über die Industrie- und Handelskammern auch oft viel geschimpft, ne? Pflichtbeitrag und Zwangsmitgliedschaft und so. Macht da mit, man kann da mitmachen und der Zeitaufwand hält sich wirklich in Grenzen. Die Vorbereitung für so eine Vollversammlung nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Man muss sich natürlich mit den Beschlussvorlagen ein bisschen 60 Seiten auseinandersetzen. Ja, aber das ist wenig Zeitaufwand und die Vollversammlung selber, das ist ja auch ein spannender und interessanter Abend und man kann da mitbestimmen und seine Meinung einfließen lassen in der Vollversammlung und die Nachbearbeitung hält sich auch in Grenzen. Da ist natürlich so eine Position des Präsidenten, der dann die Industrie- und Handelskammer auch nach außen hin vertritt, dann noch mal deutlich aufwendiger natürlich. Fragen doch mal, wie aufwendig? Ja gut, da muss ich nicht viel ausholen. Ich bin jetzt die dritte Legislatur in der Vollversammlung, also seit 14 Jahren. Dann war ich 5 Jahre Vizepräsident und dann kam die Situation, wo die Position des Präsidenten vakant war. Und dann muss man das Wort Ehrenamt doch mal anders anfassen. Was heißt das? Dann ist es auch eine Ehre, wenn man gefragt wird von vielen Menschen aus dieser Stadt, aus dieser Region, die dann sagen, Mensch, das ist ein Ehrenamt, was zu dir passt. Wo Sie auch schon gar nicht mehr Nein sagen können. Ja, aber wo es auch... Ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ja, aber wo es eben auch eine Ehre ist, gefragt zu werden. So, und jetzt zu dem Thema Zeitaufwand. Ja, ich habe das öffentlich so gesagt. Ich sage das auch hier wieder etwas reinig flapsig. Man hat mich systematisch verarscht. Wie viel Aufwand es ist. Ist nicht so viel. Ist nicht so viel, kriegst du hin. Das läuft ganz locker nebenbei. Es ist aber auch eine Frage, Sie lachen ja, es ist so. Und dann ist es aber auch eine Frage des Anspruchs, wie man dieses Amt füllen will. Und da habe ich dann auch einen eigenen Anspruch für mich dran. Und sag, wenn du dieses Ehrenamt auch annimmst, dann machst du das auch vernünftig. Und dann nimmt man das, was man kann und bringt das eben in so ein Ehrenamt ein. Wenn ich das jetzt kanalisieren sollte, ich weiß, ich kenne Kollegen, die schreiben das so ungefähr auf. Aber dann ist ja auch die Frage, ist jetzt hier so ein Abend, wo ich auch was gesellschaftlich versuche einzubringen, etwas, was ich auf diese Stunden des Ehrenamts schreiben sollte? Das fällt natürlich unter Vergnügen, bitte. Ja, das, was ich damit sagen wollte, der Übergang ist einfach fließend. Ne? Gespräche mit Stadtratsfraktionen sind von mir aus nicht vergnügungssteuerpflichtig, je nachdem, mit welchen Positionen man unterwegs ist. Andererseits... Aber meinen Sie, Sie können es so grob in Stunden fassen? Also klar, ist dann auch mit Sicherheit 1000. Mehr und mal weniger. 1000 pro Jahr. Das ist... Ein Halbtagsjob. Ja. Das ist eine Menge. Ich würde gerne noch einmal einhaken. Der Herr Müller hat eben gesagt, ja, so die IHK gilt ja immer so als Pflichtveranstaltung. So ein bisschen. Was wäre denn, wenn es die IHK nicht geben würde? Also ich bin Freiberufler, ich kenne das gar nicht. Ich stelle mich jetzt noch mal extra dumm. Warum ist die IHK denn so wichtig? Also sind Sie drin? Ja gut, ich bin natürlich auf der einen Seite drin, weil ich drin sein. Meinen Sie jetzt als Vollversammlungsmitglied oder mit meinem Unternehmen? Muss ich ja drin sein, das ist ja gar keine Frage. Ich finde aber dieses Institut der Selbstverwaltung tatsächlich sehr spannend. Also dass man den Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich selbst zu verwalten und auch seine Gremien selbst zu wählen, finde ich spannend.
und bietet ja auch die Möglichkeit, sich entsprechend mit einzubringen. Die Alternative wäre ja im Prinzip eine staatliche Pflichtverwaltung, ohne dass man sich selbst mit einbringt. Ne? Also von daher finde ich das Thema gut. Ich finde es gut, so wie es ist. Denn ohne die Pflichtmitgliedschaft wäre es ja auch schlicht und ergreifend nicht finanzierbar. Wer soll sich um Themen kümmern wie Ausbildung, ne, Berufsausbildung, Weiterbildung? Ich finde, das ist bei den Industrie- und Handelskammern gut aufgehoben. Und wer mitmachen will und sich einbringen will, der kann das ja auch tun. Ne? Das ist die Meinung dazu. Man kann das sogar noch weiterdenken. Ne? Also der Timo Müller hat ja jetzt gerade so Themen angesprochen wie Ausbildung. Mhm. Die Alternative wäre, diese ganzen Prüfungen würden alles staatlich abgenommen. Ja, es würden die Praktika fehlen. Wahnsinn. Ganz abgesehen, was das für einen Kostenapparat verursachen würde. Wir haben jetzt elektronische Gewerbeanmeldung als Kammern übernommen. Mhm. Also es wäre ja zum Beispiel auch denkbar, dass man sämtliche Gewerbeabmeldungen, das muss nicht zwanghaft bei einer Kommune verankert sein. Ich mache ein Beispiel aus dem zivilen Leben. Wenn ich ein Moped anmelde, dann bringt mein Versicherungsvertreter mir ein Kennzeichen, eine Flasche Sekt und gute Laune. Er kommt heute vielleicht nicht mehr persönlich vorbei mit der Flasche Sekt, aber er übernimmt das privatwirtschaftlich. Mhm. Wenn ich ein Auto anmelde, dann muss ich wiederum zu einer staatlichen Behörde. Du musst eine Flasche Sekt mitbringen. Damit es schneller geht. Damit die Wartezeit nicht so lang verzweifle vor der Bürokratie und nehme mir einen gewerblichen Anmeldeservice. Das ist die Wahrheit. Ne? Also die Lösung, das selber privat und eigengestalterisch zu machen, führt einfach auch zu einem wesentlich besseren Ergebnissen. Ich bin ein absoluter Befürworter, das auszudehnen. Ich glaube auch, wenn ich da noch mal reingrätschen darf, ich glaube auch, dass das viele tatsächlich gar nicht wissen. Ich glaube, viele Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land unterscheiden gar nicht zwischen der staatlichen Stelle und der IHK als wirtschaftliche Selbstverwaltung. Ich glaube, viele wissen das nicht. Die nehmen das genauso als Behörde wahr, ne, die sie natürlich auch ist. Die IHK übernimmt natürlich auch hoheitliche Aufgaben, aber dass es letztendlich Selbstverwaltung ist, das wissen viele, glaube ich, einfach nicht. Und die Aufgaben müssen ja gemacht werden, nicht? Also das ist ja der spannende Punkt. Und in der Tat, es gibt Staaten, die organisieren das halt staatlich. Und wir haben viele Dinge so dazwischen. Ja, also wo wir dem einen Rahmen geben, das ist ja im Handwerkskammerbereich ähnlich und in Industrie- und Handelskammern. Es ist quasi eine Beleihung mit öffentlichen Aufgaben, die irgendwie erfüllt werden müssen. Und die werden dann aber sozusagen, wie es gemacht wird, ist dann aus dem privaten Engagement, das kann in einem IHK-Bezirk hier anders sein als in einem anderen beispielsweise. Es lebt dann auch von der Art und Weise, wie es gefüllt wird. Und wir haben ja noch ganz spannende Dinge, wenn Sie das Technische Hilfswerk nehmen. Das Technische Hilfswerk hat ein paar Festangestellte, ich glaube 800, die können aber bis auf 10.000 noch mehr hoch mit Engagement. Also, ne, das heißt, allein nur der Zivilschutz, der Katastrophenschutz bei uns ist schon eigentlich, würde man sagen, ist eine staatliche Aufgabe. Aber es funktioniert am Ende in der Leistungsfähigkeit nur so, dass man es ganz zusammenbindet. Und das macht die Sache halt, es gibt so unheimlich viele Schattierungen bis zur Nachbarschaftshilfe. Mhm. Wo sich in einer Corona-Pandemiesituation jüngere Bürgerinnen und Bürger zusammentun, um den Älteren den Einkauf zu erleichtern. Ja. Das ist auch Engagement, es ist völlig unstrukturiert, es hat keine Organisation. Aber das geht von daher bis zu den staatlich Gerahmten. Ja. Die Bevölkerung nimmt oft gar nicht wahr, was die Unternehmerschaft an Ehrenamt leistet. Das ist das, was mir im Job auch immer wieder begegnet. Die Nachbarschaftshilfe, die wird wahrgenommen. Mhm. Auch ein Vereinsengagement, das kriegt man meistens so direkt, Ehrenamt. Aber wenn ich sage, guckt euch doch mal auch bei der IHK, wir hatten gerade so eine Diskussion in der Bundesdeutschen Engagementstiftung. Mhm. Und wenn ich sage, guckt mal, was die alles machen, das würde ja gar nicht funktionieren, wenn da nicht die Unternehmer bereit wären, sich noch ehrenamtlich in ihrer Freizeit zu engagieren. Das ist oft so, dass sie ganz erstaunt sind, wer das alles gar nicht weiß. Mhm. Ne, das finde ich immer so super schade. Vielleicht müssten Sie noch ein bisschen mehr trommeln. Also wir hatten das als Thema im ersten Engagementbericht der Bundesregierung. Ja. Es ist so, wenn vielleicht auch zum Erläuterung, es gibt seit 2009 einen Bundestagsbeschluss, dass in jeder Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ein Bericht über die Lage des bürgerschaftlichen Engagements erstattet wird. Wir kennen ja diese Berichtstradition, es gibt einen alten Bericht, einen Kinder- und Familienbericht und auch einen Gleichstellungsbericht, aber auch zu diesem Thema. Und den ersten durfte ich wesentlich mitverantworten. Wir haben damals auch mal versucht zu erheben, wissen wir eigentlich, was das der pekuniäre Wert? Das sind 11 Milliarden, damals 2010, 11 gewesen, als wir den bearbeitet haben, 11 Milliarden Euro.
jedes Jahr, müssen Sie ein bisschen hochrechnen, was Unternehmen in unterschiedlicher Form, indem sie Spenden leisten, indem sie Mitarbeiter freistellen, genau, für bestimmte ehrenamtliche Dinge, indem sie in irgendeiner Weise Aufgaben übernehmen. Und das zeigt auch, ne, dass, also ich kann immer nur sagen, das ist ein unheimlich weites Feld. Und wenn man mal einmal reintaucht, merkt man, wie viel letztlich dahinter steht. Und wenn wir die Anfangsfrage wegdenken würden, wäre es dann die Gesellschaft eine andere. Ja, also diese einzelnen Felder, da kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch detaillierter zu, weil da unheimlich viel, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, es ploppte immer mehr auf und ich habe so ein bisschen versucht, Struktur reinzubringen. Wir waren jetzt gerade bei der IHK im Prinzip, also Ständevertretung auch, und da würde mich interessieren, die Wirtschaft, brauchen denn die Unternehmen auch so eine Vertretung? Naja, wir haben ja Verbände. Es gibt Wirtschaftsverbände, es gibt Arbeitgeberverbände, die keine Mitgliederpflicht haben, sondern das ist eine freiwillige Entscheidung. Aber nehmen Sie mal den Fall, es gäbe die Arbeitgeberverbände nicht. Dann gäbe es das Pendant zu den Gewerkschaften nicht. Und wir könnten beispielsweise die duale Berufsausbildung nicht organisieren, die ja von beiden in dem Ausschuss beim Bundeswirtschaftsministerium, in den Lehrgängen, in den Profilen entsprechend definiert wird. Wir würden den großen Bereich der Lohnfindung entweder völlig dezentralisieren, also jeder für sich. Ja, Sie, wenn Sie vielleicht zwei, drei Angestellte mal haben oder so, müssen Sie dann einzelne Lohnverträge machen. Es gibt keinen Rahmen. Oder wir haben die Tarifautonomie. Die Tarifautonomie in Deutschland 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs entstanden, war die Delegation im Grunde eines Politikbereichs, aber freiwillig. Sie müssen weder Gewerkschaftsmitglied sein, noch müssen Sie Mitglied bei den Arbeitgeberverbänden sein. Aber wir brauchen diese Institutionen, damit Sie das tun. Mhm. Jetzt ist ja bei der IHK ist auch so, dass die Vertreter aus den einzelnen Branchen gewählt werden, die dann in der Vollversammlung sind. Und diese Interessensvertretung, um die geht es mir jetzt. Es geht ja auch um wirtschaftspolitische Positionen der IHK. Ne? Wie kommt das denn zu denen? Also wie ist da der Entscheidungsprozess? Ja gut, man muss ja den großen Unterschied, das, was der Herr Hüther gerade gesagt hat, ist ja ganz, ganz wichtig. Die IHK ist keine Lobbyinstitution, weil sie eben durch die Pflichtmitgliedschaft, da werde ich immer durch meinen Hauptgeschäftsführer, ich darf nicht Zwang sagen, ne? Durch die Pflichtmitgliedschaft sind ja alle drin. Und deshalb können wir ja ganz anders die Wirtschaft vertreten als eine reine Lobbyeinrichtung wie ein BDI, wo nur freiwillige Mitglieder sind. Deshalb sind wir etwas vorsichtiger natürlich in der Entscheidungsfindung. Und deshalb ist der Entscheidungsfindungsprozess, das oberste Organ ist die Vollversammlung, wo auch Timo Müller drin sitzt. Aber daneben haben wir auch Fachausschüsse. Und in diesen Fachausschüssen sitzt nicht nur die gewerbliche Wirtschaft, also unsere Mitglieder drin, da sitzt die Politik drin, da sitzt die Verwaltung drin. Wenn wir nun einen Rechts- und Steuerausschuss haben, dann sitzen da Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer mit drin, um wirklich ein breites Meinungsbild abzufangen. So, das, was die Ausschüsse beschließen, geht dann in Bonn in ein achtköpfiges Präsidium. Das wird Sie freuen, von meinen 7 Vizepräsidentinnen sind 3 männlich. Aha. Wir haben das weiblichste Präsidium Deutschlands. Ja. Das Präsidium bereitet dann die Vollversammlung vor und da werden dann diese Beschlüsse von demokratisch gewählten und auch die Wirtschaftsstruktur widerspiegelnd. Also das ist nicht, wer sich am meisten engagiert, sondern das ist ein Spiegelbild der Wirtschaft. Mhm. Und erst wenn wir diesen Beschluss haben, der von diesen Fachausschüssen begleitet wurde, sind wir an für sich sprachfähig. Ab und zu muss man mal was schneller sein, aber das sind dann die spannenden Momente. Oh, ein kleines Grinsen. Sie sind ja auch im Vorstand des DIHK. Gerade, da hänge ich jetzt noch so fest, gerade fiel das böse Wort Lobbyismus. Ne? Weil es ist ja, wenn politische Entscheidungen getroffen werden und die Interessensvertreter der Wirtschaft erfolgreich waren, dann heißt es ja immer direkt Lobbyismus. Wäre denn eine andere Kultur wünschenswert, also weg von so einem blinden Lobbyismus hin zu kompetenter und transparenter Standpunktvertretung? Das klingt ja so, oder passiert das schon? Und also das Sie ist können so ein auf Dauer keinen Lobbyismus betreiben, wenn Sie Unsinn erzählen. Also dann, das ist ja irgendwie, also ich meine, dann werden Sie ja zum Karnevalsverein. Dann können Sie das hier im Rheinland machen, aber haben keinen Einfluss, also außer beim Karneval. Aber als gehört auch dazu. Aber Lobbyismus im Sinne von, das Wort klingt so negativ, was heißt das eigentlich? Nehmen Sie mal an, wir hätten es nicht. Wie soll denn in einem Gesetzgebungsverfahren beispielsweise alle Informationen hineingehen, die dann die Politik natürlich bewerten muss, aber was die sie braucht, um zu fragen, hat dieses Gesetz Konsequenzen für
bestimmte Branchen? Hat dieses Gesetz Konsequenzen für bestimmte Gesellschaftsbereiche? Insofern ist ja Lobbyismus kein isoliertes oder exklusives Phänomen der Wirtschaft. Mhm. Wir haben es ja für viele andere auch, die Gewerkschaften sind, wenn sie wollen, für die Arbeitnehmerseite. Wir haben Umweltverbände, wir haben Familienverbände, wir haben Elternverbände, wir haben Schülerverbände. Das ist alles um Interessen, die berechtigt sind, aber die dann auch berechtigt bleiben, wenn sie transparent sind. Genau. Das ist das Wichtige, diese Transparenz. Man hat ja immer so schnell Animositäten, wenn man das Gefühl hat, da wird so in den Hinterzimmern gemauschelt. Mhm. Und es Sie geht meinen dann jetzt, nicht. Meinen Sie jetzt gerade die Union, weil die da irgendwie? Ich meine das ganz wertfrei pauschal. So das, was diesem Etikett oder dieser Vokabel Lobbyismus anhaftet. Dass es nicht nur darum geht, dass da wirklich Gremien tagen, die kompetent sind, die transparent arbeiten, sondern es schwingt immer so ein bisschen mit, da wird einer geschmiert und dann sagt er, das ist genau das Richtige und dann läuft das. Wenn Sie mal im Landtag nehmen, jeder Ausschuss im Landtag lebt von Anhörungen und die sind öffentlich. Mhm. Das ist immer Lobbyismus, der da passiert. Der muss aber ich wollte gerade sagen, wie soll aber auch sonst, da hat er genau recht, wie soll sonst der Landtagsabgeordnete, der da neu im Parlament ist, sich auch Meinungen bilden können? Das heißt, neben der klassischen Ausschussarbeit leben die Parlamentarier, die war ich ja selber 17 Jahre lang, von den Informationen, die wir in Fachanhörungen bekommen. Wir laden gezielt die unterschiedlichen Meinungsträger ja auch ein. Die dürfen sich auch die Köpfe da einschlagen und wir bewerten das hinterher. Und das ist sogar öffentlich. Diese Sitzungen, auch diese Anhörungen sind öffentlich. Da kann jeder kommen nach Düsseldorf und mithören, was jetzt er sagt. Das ist nicht geheim. Da war jetzt das entscheidende Stichwort, die unterschiedlichen Interessenvertreter. Das ist ja das Entscheidende. Es darf nicht einseitig sein. Also es darf am Ende nicht so sein, dass der Lobbyverband einen Gesetzesentwurf vorgibt, der dann nur noch abgesegnet wird, sondern es muss diskutiert werden und die anderen Sichtweisen müssen auch mit einfließen. Das war für mich das entscheidende Stichwort. Ne? Ja. Unterschiedliche. Das läuft ja auch so, dass die Fraktionen benennen dürfen. Es gibt immer in jedem Themengebiet gesetzte Menschen, die man anhört, aber alles andere wird von den unterschiedlichen Fraktionen benannt. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass gar nicht alle die gleichen Interessen haben können und dass da ein buntes Meinungsspektrum dann aufschlägt. Ne? Und das Spannende bei der IHK ist, die Existenz ist durch Gesetz geregelt. Es gibt ein IHK-Gesetz, dass in jeder Region sich eben eine IHK bilden muss. Im Gegensatz natürlich zu den klassischen Lobbys, die sind extrem wichtig. Ne? Aber wenn ich jetzt von mir aus eine energieintensive Industrie bin, dann muss ich natürlich beim Thema Energie eine klare Position haben. Die IHK muss es eben ausgleichend regeln. Natürlich müssen wir auch unsere einzelnen Mitgliedsbranchen betrachten. Wenn wir über Einzelhandel reden, dann vertreten wir die Interessen des Einzelhandels. Aber natürlich müssen wir dann auch die Interessen anderer Gruppen der Wirtschaft mitvertreten. Und wenn wir jetzt gerade auch zu Zeiten von Corona, bei uns ist auch der Online-Händler Mitglied. Also nicht nur der stationäre Einzelhändler. Bei uns ist genauso der Kunststoffverarbeiter Mitglied wie der Entsorger. Ne? Die haben natürlich unterschiedliche Sicht der Dinge. Und da ist es schon die Kunst und eine Ergänzung des Lobbyismus zu sagen, eine IHK muss das in Gänze abwägend und das dann durch Ausschüsse und eine Vollversammlung kriegen. Da müssen Sie die strittigen Themen möglichst an den späten Abend legen, da gehen die besser durch. Und das zeigt sich dann ja tatsächlich auch im Rahmen einer solchen Vollversammlung, wo ja die unterschiedlichsten Mitglieder dann sitzen und auch die Diskussion dann auch manchmal etwas heftiger wird durchaus, weil eben nach außen hin das Positionspapier, was am Ende verabschiedet werden muss halt die Gesamtinteressen der Wirtschaft irgendwie darstellen, ne? Auch wenn jetzt, wenn es um einzelne Positionen geht. Und da muss man halt dann den gemeinsamen Nenner finden. Und das finde ich dann in den Vollversammlungen auch immer sehr, sehr spannend, weil es doch dann am Ende immer glückt. Ne? Aber ich wünsche auch mal auf das, was der Hüter gesagt hat. Wenn man sich alleine mal vorstellt, für die Prüfungen sämtlicher Berufsbilder geht die Wirtschaft hin und stellt die Mitarbeiter frei, diese Prüfungen abzuhalten. Das sind unfassbare monetäre Werte, aber auch die Kompetenz, die man in so ein Bildungssystem damit gibt. Ne? Das ist nicht die Kompetenz eines, das soll nicht den Lehrerberuf schmälern, um Gottes Willen, ich beneide die nicht. Aber das sind halt die unterschiedlichsten Facetten aus der Praxis, wo dann diese jungen Berufsanfänger vor denen geprüft werden. Das ist ein unschätzbares Gut. Ja. Und es ist ja auch ein Riesenstandortaspekt. Also ich halte, man kann es die duale Berufsausbildung gar nicht hoch genug bewerten für den Standort Deutschland, weil sie eine Zwischenlösung bietet, sage ich mal, zwischen dem reinen Schulabschluss, wo wir in die USA gehen, dann machen die Highschool und machen da irgendwas, was sie gerade können, oder sie studieren.
Mhm. Und wenn du dazwischen nichts hast, dann ist es halt so wie in den USA. Das ist ja eigentlich ein Desaster. Ich war länger drüben, das kann man sich gut anschauen. Und wir bieten im Grunde ein Kompetenzkontinuum ab, einen Bildungsweg, der dann auch noch danach weiterführt. Und wir haben das auch mal lange in der Engagementrechtskommission diskutiert. Ist eigentlich duale Berufsausbildung, also der zweite Teil, das heißt ja dual, heißt ja zwei Säulen. Der Staat stellt die Berufsschulen. Und der Rest hängt davon ab, dass freiwillig und nicht verordnet Unternehmen Ausbildungskapazitäten und Ausbilder. Also das ist ja der super Clou. Und wenn Sie sich das anschauen, das ist in Deutschland zustande gekommen Ende des 19. Jahrhunderts. Nur durch einen gesetzlichen Impuls, weil die Reichsregierung 1897 Angst hatte, dass der Industriearbeiter prekarisiert, dass der sozusagen in schlichten Verhältnissen. Also wir mussten ein Bildungsangebot machen. Und dann, das müssen die Unternehmen mitmachen. Die erste Berufsschule gab es 1900 in München. Und was ich immer wieder faszinierend finde, sie können hinkommen, wo sie wollen in der Welt. Alle belobigen dieses, stimmt. Aber keiner bildet es ab. Wir waren mit der Atlantikbrücke vor 3 Jahren in North Carolina. Das ist ja sehr deutsch geprägt, in Charlotte, ne? Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, das ist die Namensgeberin, Mecklenburg County heißt da das Umfeld. Die haben eine Menge von deutschen Unternehmen, war immer deutsch geprägt, also von den Namen her sagt er schon, da ist Bosch, Siemens und so weiter. Dann haben die gesagt, also wir brauchen hier nicht nur Studierte, es hilft uns in unserem, wir brauchen keine Leute, die immer ein bisschen schrauben können, die müssen aber klug schrauben können, die müssen, was da hinten noch passiert. Also machen wir, bieten auch, wir bauen hier duale Berufsausbildung. Haben sie das Community College gefragt, 27.000 Schüler sind da drin, 700 machen dieses Thema, zertifiziert durch die IHK in Karlsruhe, die macht das. Dann war meine Frage an die, erkennt ihr eigentlich irgendjemanden, ist ein amerikanisches Unternehmen auf die Spur gekommen? Das ist doch toll, die müssen doch sehen, was da passiert. Da sagt er, kein einziges. Und dann haben sie gesagt, was war denn die größte Hürde? Da haben die gesagt, ja, den Eltern klarzumachen, dass wir nicht studieren. Aber wir kriegen bei Siemens dann einen Lebensjob und haben eine tolle Vergütung. Was ich aber sagen will, wir haben das gelernt in Deutschland. Das ist ein Riesenasset, dass wir diese zweite Säule als freiwillige Säule ausbilden. Deswegen ist der Export auch so schwierig. Die Spanier haben in den 80er Jahren festgestellt, oh, die geringste Jugendarbeitslosigkeit haben die Deutschen. Und dann haben die, was ist das beste System? Was haben sie gemacht? Berufsschulen gebaut. Aber wenn sie die Kultur nicht haben, Das greift alles wachsen, ineinander. Ja. Und das macht, ist ein so ein Punkt, weil Sie vorher ganz am Anfang, wie würde unsere Gesellschaft funktionieren? Die duale Berufsbildung lebt davon, dass sie an einem zweiten Teil ein freiwilliges Engagement hat. Jetzt ist es aber ja auch so, dass diese Freiwilligkeit ist natürlich eine Wahnsinnschance, also wenn man das dann auch so sieht. Aber trotzdem haben wir ja die Situation, dass obwohl dieses System so grandios ist, finden viele Betriebe keine Lehrlinge. Wie kommt das da zusammen? Ist das ein Imageproblem? Muss man da irgendwie vielleicht sich dann von der Wirtschaft was abgucken und noch zusätzliche Aktionen machen oder denen klar machen, was das toll ist? Oder muss es dann zusätzlich noch das Abo fürs Fitnessstudio obendrauf für Umme geben? Ist das ein Weg oder wie muss man es machen? Ja gut, jetzt gehen wir hier speziell in die Region Bonn-Rhein-Sieg. Klassische Weißkragenregion, ne? Und man verbindet natürlich dann immer wieder mit der Ausbildung die Akademisierungs-, ich nenne es jetzt auch Akademisierungswahn, den wir haben. Die Politik hat vielleicht es ein bisschen versäumt im Bologna-Prozess, dass wir eben die duale Ausbildung ganz klar und deutlich in diesen akademische Bildung mit abbilden, dass wir der eine Wertigkeit geben. Das ist versucht worden durch den deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen. Ich sage aber, in der Wahrnehmung der Jugendlichen ist es nicht gelungen. Es ist immer noch so ein bisschen dieses Thema Karriere mit Lehre, das kommt viel zu wenig an. Dass die Leute sehen, dass hinterher der Facharbeiter in der Industrie, dem stehen keine Grenzen. Wenn er dann seinen Meister macht, da gibt es wenig Grenzen. Aber es ist immer noch in den Köpfen der Menschen drin, aber der Ingenieur sitzt dann ja vor dem Meister. Das ist, glaube ich, eine reine Kopfsache. Ja. Aber das Tolle ist ja, dass wir diese duale Ausbildung, jetzt nehme ich das Handwerk mit rein, obwohl man da ja von der trialen fast reden müsste, mit den überbetrieblichen, was das an wirklich qualifizierten Menschen hervorbringt. Und wenn ich gegenüber zu Timo Müller gucke, der auch Gastronomiebetriebe hat, ne, selbst da weiß man wenigstens, dass einen jemand bedient, der weiß, wie man das Besteck legt und wie man das Tablett trägt
Und da steht jemand in der Küche, der weiß, was man mit welchen Zutaten macht. Und jetzt das Beispiel von Herrn Hütter. Da weiß man nicht, wo in Amerika einer in der Küche steht und ob der wirklich ansatzweise weiß, was der da tut. Ne? Nee, dem ist das beigebracht worden. Und wenn ich wissen will, ob einer in einem Auto was vernünftig schrauben kann, dann drücke ich dem in Amerika einen Schraubenschlüssel in die Hand und sage, jetzt such mal beim Chevy die 8 Zylinder. Bei uns wissen wir das. Der hat eine Ausbildung absolviert und wir wissen, der ist ein Kfz-Mechatroniker und dann wissen wir, was der kann. Das ist... Wir laufen natürlich gegen den demografischen Wandel, das ist das Problem. Nicht? Die Jüngeren aufgrund des Geburteneinbruchs, Pillenknick Mitte der 70er Jahre, also es fehlen ja sozusagen zu den, nicht nur Kinder, sondern schon Mütter zu den Kindern. Also insofern, das Problem haben wir. Und dann haben wir genau das, dass die OECD erzählt, Akademisierungsquoten. Das heißt ja, sie vermitteln so, ohne dass sie es explizit sagen, wenn du akademisch unterwegs bist, bist du der richtigen Hälfte. Und das ist irre. Das ist völlig irre. Das führt ja sogar dazu, dass viele junge Menschen, auch die vielleicht auch sogar schon eine Ausbildung haben, unbedingt studieren wollen, ohne dass sie wissen, wofür. Also ich erlebe das immer wieder, dass Leute, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dann sagen, ich möchte jetzt noch studieren. Und auf die Frage, was möchtest du denn studieren? Das weiß ich noch nicht. Was möchtest du denn mit deinem Studium erreichen? Was möchtest du machen? Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich möchte studieren. Und dass es andere Wege gibt, auf der Karriereleiter weiterzukommen, ohne zwingend jetzt noch einen akademischen Grad zu erwerben oder zu studieren. Da haben wir ja das jetzt darauf hingewiesen. Ja, genau. Vielleicht sieht der ein oder andere das und denkt, wieder Werbung für die Berufsausbildung gemacht. Auf jeden Fall. Nee, aber ich möchte Sie anfangen, weil wir haben so ein wahnsinnig spannendes Thema gerade gestreift und da will ich noch mal so drauf kommen. Wir waren jetzt bei der Freiwilligkeit dieser wahnsinnigen Leistung, junge Leute auszubilden. Aber ich möchte auch dahin kommen, viele Unternehmen möchten ja dann gute Mitarbeiter finden und die haben und machen sich auch attraktiv. Und um attraktiv zu wirken, hat sich ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung einiges geändert. Das heißt, ein Unternehmen muss auch auf eine bestimmte Art und Weise sozial rüberkommen. Ja. Das amerikanisierte Fachwort ist also, es fällt alles unter CSR, also Corporate Social Responsibility. Und da würde ich gern direkt mal diesen Unterschied klären zwischen dem Engagement einer Privatperson und im Kontext eines Unternehmens. Gucke ich Sie jetzt direkt mal. Ja, also ich will das noch unter einem anderen Begriff fassen. Also Gesellschaft stellt im Grunde Unternehmen so eine Art Grundlizenz aus, dass man sie akzeptiert. Und Gesellschaft, wenn Sie sich eine heutige nehmen an der Gesellschaft in den 60er Jahren, hat an die Unternehmen andere Anforderungen. Sie wollen wissen, wo kommen die Produkte her? Nicht nur, wie sind die gemacht, sondern wo kommen die her? Ist da irgendwie Kinderarbeit dabei? Beispielsweise. Ja? Es würde heute überhaupt nicht mehr akzeptiert, was Volkswagen in den 60er Jahren passiert ist. Volkswagen hat sein erstes großes Auslandswerk in Brasilien gebaut. Und der Riesenskandal war, dass die ihren Werkssicherheitsdienst, den Werksschutz, quasi haben kooperieren lassen mit dem militärischen mit der militärischen Geheimpolizei in Brasilien, der Diktatur. Das ist ja auch alles historisch aufgearbeitet. Christopher von Kopper hat das Thema beschrieben. Das hat aber damals, weder ist denen das irgendwie, das hat auch die Gesellschaft nie. Im Nachhinein haben die ein Riesenthema draus. Das ist ja heute unvorstellbar. Ja. Das heißt, wir nennen das so License to Operate, also die Lizenz, das Geschäft zu machen. Also jenseits, die wollen halt nicht nur so ein gutes Produkt. Ich will eigentlich auch wissen, ist das eigentlich so gemacht, dass es auch zu mir passt? Also auch im Sinne von, ist das irgendwie jetzt schäbig billig? Das kann ja das Design sein. Oder ist es von der Qualität her so, dass ich auch eine Wertigkeit kaufe in der Produktion, in der Tatsache, was für ökologisch sind wertvolle Produkte, was für sozial wertvolle Produkte. Und Unternehmen werden heute von zwei Seiten unter die Klemme genommen. Einmal von den Kunden, die Produkte und Dienstleistungen fragen und vom Kapitalmarkt. Hm. Wenn Sie das sogenannte ESG-Stichwort nehmen, also Environmental, Social und Governance, dann heißt Kapitalanleger investieren nicht mehr in Themen, die früher selbstverständlich auch als Dividenden gekauft wurden. Die Europäische Kommission macht jetzt gerade so eine, ist dabei, ich finde, das war für sich genommen nicht so überzeugend, so eine Taxonomie, was ist wirklich ESG, also was ist umweltbezogen, was ist sozial? Mhm. Und da sehen Sie, das Unternehmen quasi jenseits der Frage, ist das Produkt gut, hält es lange, hilft es mir auch, meine Probleme zu lösen,
umfangreich bewertet werden. Und das ist die Änderung über, würde man sagen, insbesondere seit den 90er Jahren, aber vor allen Dingen seit der Jahrtausendwende. Ich würde Frau Mills gerne fragen, wo sehen Sie denn den Unterschied zwischen so einer sich engagierenden Privatperson und dem Unternehmen? Also ich kenne das aus dem Kindergarten, da kommt dann irgendein Betrieb, die ihren Social Day haben pflanzen den Kindern eine neue Hecke. Ja. Und dann sind die alle glücklich und klopfen sich auf die Schulter und der Kindergarten sagt, toll gemacht und die haben einen schönen Tag und man denkt irgendwie, ja, ist ja eine Win-Win-Situation. Also was ist das der reicht Unterschied? Eigentlich heute nicht mehr, sondern das geht weit darüber hinaus, dass man mal heute in der Kita einen Eimer Farbe spendiert oder auch noch einen, der sie an die Wand bringt. Wir haben, ich nenne mal ein schönes Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, haben wir den Ruhr-Dachs. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Dort gibt es so eine Art einmal im Jahr Veranstaltungen, wo Ehrenamtler hinkommen, die was suchen, also was brauchen und wo sich Unternehmen hinstellen, die was bieten. Zum Beispiel? Das ist eine Auktion. Das ist wirklich ganz toll. Da ist ein Gong am Anfang, den schlägt man dann und dann laufen die Ehrenamtler, die haben sich auch meistens ganz toll dann angezogen. Also wer sich für Ruhr-Dachs interessiert, das könnte man hier in Bonn eigentlich auch mal machen. Das gute Geschäft. Das ist also wirklich, das ist wirklich toll. Da ist das also tatsächlich so, dass die Ehrenamtler sich oft auch verkleiden und die haben eine bestimmte Erwartung, was sie gerne, ich sag mal, ehrenamtlich erreichen wollen. Und der Unternehmer, der guckt sich das alles an. Was gibt's denn da? Was passt zu mir? Vielleicht zu meinem Profil oder zu meiner neuen Erscheinungsform, wie ich wahrgenommen werden will. Und dann matchen die sich. Das ist wie ein Blind Date, aber eben zwischen Ehrenamt und Unternehmerschaft. Und genau nach einer Stunde geht der Gong wieder. Und dann ist das Ziel, möglichst viele, dass die sich gematcht haben und ein Blatt ausgefüllt haben oder von mir ist auch im Smartphone, dass die sagen, genau, du bist jetzt künftig mein Engagement, wo ich mich jetzt ein Jahr lang, einen Monat lang, eine Woche lang oder für eine Aktivität drum kümmere und du kannst dich da auf mich verlassen. Entweder ist das finanziell manchmal, dass man Geld braucht, manchmal braucht man Manpower, manchmal braucht man auch nur Ideen oder organisatorische Unterstützung, das kann alles sein. Und schön ist es, wenn Sie da dabei sind und in meiner Funktion, wenn man dann sieht, dass da jemand noch keinen gefunden hat, dann versuche ich in den letzten 10 Minuten auch noch den letzten Unternehmer zu bequatschen, damit kein Ehrenamt übrig bleibt, was keinen Partner aus der Unternehmerschaft gefunden hat. Ich sag mal, das ist mal jetzt ein sehr nettes, lustiges, anschauliches Beispiel, aber das geht bei vielen Unternehmen inzwischen weit darüber hinaus. Das ist ein sehr stetiges Engagement, sei es, ob man Mitarbeitende freistellt oder sei es, dass man selber unternehmerisch tätig ist, das können Sie inzwischen auch auf den markanten Homepage-Seiten nicht versteckt, sondern oft wirklich ganz vorne präsent nachlesen, weil man damit wirbt, weil man genau das, was gerade gesagt worden ist, erkannt hat. Ich brauche das für meine Akzeptanz, dass ich auch dann mehr verkaufe, dass ich wahrgenommen werde und positiv wahrgenommen werde. Das ist also wirklich heute ein Faktor für die Unternehmer. Ich sehe Sie, aber ich will ganz kurz, weil das perfekt passt, ganz kurz zum Herrn Müller, weil der ja da jetzt aus der ersten Hand erzählen kann. Sie haben den Ludwig 2015 gewonnen, sind ausgezeichnet worden. Und ein Punkt für die Bewertung war ja das soziale Engagement des Unternehmens. Also wie wichtig ist das für das Tanzhaus und für Sie? Das möchte ich direkt anschließen. Ja, für uns ist das inzwischen tatsächlich extrem wichtig. Und das Projekt, wie nennen Sie es? Ruhr-Dachs, hatten Ruhr-Dachs? Sie gesagt. Dieses Projekt Ruhr-Dachs, was Frau Mills gerade geschildert hat, das haben wir tatsächlich hier in fast der gleichen Form, würde ich sagen, auch schon durchgeführt. Nennt sich hier Marktplatz gute Geschäfte. Und das ist genau das Konzept, was Frau Mills gerade geschildert hat. Und da haben wir schon mehrfach mitgemacht. Und da sind auch unsere Kontakte zu vielen gemeinnützigen Organisationen zustande gekommen. Und bei uns ist das inzwischen fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur geworden. Was mir noch fehlte bisher in der Darstellung war die Freiwilligkeit, die ich dabei ganz, ganz wichtig erachte. Frau Mills, Sie hatten gerade so ein schönes Wort gesagt, Sie bequatschen noch den letzten Unternehmer. Das ist für mich immer so ein Punkt, in dem Moment, wo ich den Unternehmer bequatschen muss, ist für mich eigentlich schon irgendwas schiefgelaufen an der Stelle, denn das Ganze funktioniert dann gut, wenn ich aus einer ganz festen intrinsischen Motivation sage, ich möchte das als Leitbild, als Leitkultur in meinem Unternehmen etablieren. Und das haben wir gemacht, das macht unheimlich viel Spaß und es kommt bei den Mitarbeitern an. Es sind immer mehr Mitarbeiter, die jetzt sagen, hey, ich habe das gesehen, ihr habt das gemacht. Am Anfang heißt es noch, ihr habt das gemacht, ihr habt das gemacht. Inzwischen heißt es, ich habe gesehen, wir
haben das gemacht und kann ich nicht auch mal so ein Projekt machen? Und so kommt es zustande, dass wir das dann unterstützen können, wenn auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu uns kommt und sagt, ich habe da eine super Idee. War zum Beispiel ein Beispiel, dass eine Mitarbeiterin kam und gesagt hat, ich habe hier einen Kontakt, da ist ein Junge, der ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen und ich möchte gerne ein Projekt für den machen, um eine bestimmte Therapie für den zu finanzieren. Mhm. Und dann haben wir mit dem Tanzhaus da damals eine Zumba-Party gemacht, das war da damals gerade der Hype, und haben dann die Eintrittsgelder für diese Zumba-Party genommen und gespendet und dann diesem Jungen diese Therapie ermöglicht. Und so kommt es inzwischen immer häufiger vor, dass wir die Sachen nicht mehr vorgeben. Auch wir, klar, wir haben im Moment auch unsere Herzensprojekte, die wir von Unternehmerseite aus dann ins Rollen bringen. Aber aus der Mitarbeiterschaft kommt das jetzt so langsam an und es kommt Stück für Stück, dass sie sich da selber auch einbringen wollen. Auch ist vielleicht auch ein schönes Erfolgserlebnis zu sehen. Ich kann was bewegen. Total. Ne? Sie können es nicht isolieren. Ja. Was Sie nach außen darstellen, muss innen stimmen. Ja, das ist also müssen Sie auch innen machen. Das ist der Punkt. Und es wird irgendwann... Jetzt formuliere ich es mal wieder ein bisschen so auch unternehmerisch. Es wird ja Teil des Geschäftsmodells. Ne? Es ist ein Teil von Mitarbeiterbindung. Es ist ein Teil von Mitarbeitermotivation. Es ist ein Teil von Identifikation. Im Grunde genommen können wir das aus meiner Sicht fast so in drei Stufen machen. Wenn ich das Thema IHK als Kern nehme, das macht ein Unternehmer ja auch aus dem Selbstzweck, sich in der Ausbildung engagieren. Er bildet da seine Fachkräfte aus. So, im nächsten Schritt geht er hin, engagiert sich sozial. Ja, das macht er auch durchaus unternehmerisch motiviert, weil er sagt, wenn ich jetzt den Trikotsatz für die Jungs, ich habe hier gerade 3 aus demselben Dorfverein, der hat einen Handwerksbetrieb, Heizung, Sanitär irgendwo auf dem Dorf. Ja, was kann ich denn Besseres machen, als von mir aus einen Trikotsatz für die F-Jugend zu spenden? Das ist Kundenbindung, das ist Mitarbeiterbindung. Also in dem Moment, wo das auch Teil des wirklichen Geschäftsmodells wird, so, und die dritte Stufe ist dann für mich am Ende aller Tage, wenn dann natürlich, und das greift ja immer mehr auch um sich, wenn dann Unternehmer erfolgreich waren, veräußern ihr Unternehmen oder sind einfach durch das Unternehmen wahnsinnig vermögend geworden, dann wieder was zurückzugeben in die Ewigkeit über Stiftungen. Ne? Mhm. Dann rede ich ja auch aus berufenem Munde. Ja. So, und gerade jetzt auch in den USA oder nicht nur in den USA, auch in Deutschland, gerade die Milliardäre, die über Tech-Unternehmen innerhalb kürzester Zeit unfassbar vermögend geworden sind, ich sage da durchaus aus der volkswirtschaftlichen Perspektive eine Fehlallokation zu, die man aber zulassen muss, um die zu motivieren. Aber da sieht man das ja, die geben das ja doch alle der Gesellschaft zurück. Aber wie geben sie es zurück? Unternehmerisch, die wollen was bewegen. Und wenn man sieht, dass heute die leistungsfähigste Trägerrakete, obwohl Staaten Milliarden investiert haben, von einem Privatinvestor kommt, dann ist das einfach beeindruckend. Ne? Und das ist nicht renditegetrieben, das ist intrinsisch getrieben, weil die Menschen was bewegen wollen. Ne? Mhm. So, und da hat sich mit Sicherheit vieles gewandelt, vieles verändert. Aber wir müssen ja auch ehrlich sein, wir machen ja viele dieser Instrumente durchaus mit einem unternehmerischen Hintergedanken. Genau, und da hake ich ein, da bin ich jetzt wieder so wie bei Asterix, Tullius Destructivus, so wie eben im Lobbyismus komme ich jetzt schon wieder an. Auch das kann ja so einen kleinen Beigeschmack haben von, ja, das ist ja alles ganz schön, aber es ist PR, es ist Werbung oder ist es vielleicht sogar Bestechung an einem bestimmten Ding. So, woran liegt das, dass solche Stimmen es dann auch gibt? Ich gebe das ja jetzt hier nur so zurück. Liegt es an den Unternehmen oder liegt es an der Gesellschaft oder liegt es an den Medien oder an so einer verkorksten Außendarstellung, wo Gutmensch schon als Schimpfwort gilt? Was meinen Sie, Frau Mild? Also warum, ich sag mal, beim Engagement habe ich das eigentlich noch nie so wahrgenommen, dass das mit Negativaspekten versehen worden ist. Egal, dieses wer unternehmerische Engagement? Ja, auch nicht das Unternehmerische. Also da ist meine Wahrnehmung eine andere, sondern man ist normalerweise, genau wie das gerade gesagt wurde, entweder im Dorf, in wirklich so einer Gemeinschaft. Da ist der Unternehmer ja keine isolierte Persönlichkeit. Da ist er Teil der Gesellschaft. Der ist gleichzeitig auch Vater, der ist gleichzeitig auch noch Kirchgänger, der ist gleichzeitig auch noch vielleicht Vereinsvorsitzender irgendwo, Schütze, was auch immer, genau. Und aber selbst in den Großstädten ist es, also nach meiner Wahrnehmung, wir haben das gerade im Ruhrgebiet vor 2 Jahren, also kurz vor Corona noch gemacht, dass wir dort das unternehmerische Engagement noch mal explizit beleuchtet haben und haben festgestellt, dass es eigentlich
immer eine Win-Win-Situation ist. Es gibt so nach meiner Wahrnehmung niemanden, der versucht, das in irgendeine Ecke zu stellen. Also ganz anders wie beim Lobbyismus, sondern Engagement, jedenfalls wüsste ich kein Beispiel, ist durchweg positiv besetzt in der Gesellschaft, egal ob ich es annehme oder ob ich der bin, der gibt. Weil beide Seiten sagen immer, egal wie viel Zeit ich investiere, ich habe für mich dann auch trotzdem etwas gewonnen. Ich gewinne für mich Zufriedenheit, ich entwickle mich ganz anders. Also selbst der, der gibt, egal ob Zeit oder Geld oder Ideen, auch der sagt, ich bin auch Gewinner bei dem Thema. Insofern wüsste ich nicht, da müssten Sie ein Beispiel dann mal konstruieren. Ja, okay, ich konstruiere ein Beispiel. Ganz kurz, hatte ich eins von meinem ehrenamtlichen Engagement in der Schulpflegschaft. Ja. Es gab dann den Fall, dass ein großes Unternehmen Lehrmaterialien produziert hat, was für Lau der Schule zur Verfügung gestellt werden sollte. Mhm. So, und das war natürlich didaktisch gut aufbereitet und da war eigentlich nichts zu bemängeln auf den ersten Blick. Ja. Trotzdem gab es dann natürlich schon, die sagen, ja, aber guck mal, da ist schon eine Färbung drin und da stellt sich das Unternehmen besonders gut dar und das wird nicht dargestellt. Aber das würde ich als Sponsoring bezeichnen, gar nicht als Engagement. Okay. Engagement ist für mich dann doch noch ein bisschen was anderes. Da würde ich dann doch unterscheiden, ob ich eben eine, ja, ich sag mal, eine Leistung, die vielleicht sonst Staat bezahlen müsste oder die Eltern bezahlen müsste, wenn ich die sponsere als Unternehmen oder wenn ich mich selber engagiere oder das Engagement fördern. Das hier ist ja eigentlich keine Engagementleistung. Wenn ich jetzt Materialien, Lehrmaterialien eben zur Verfügung stelle. Es ist so eine Grauzone. Also es gibt seit 1953 die Bundesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft, wird getragen von meinem Institut und der BDA, weil man gesagt hat, es gibt ja genau diese Fragen, was ist das eigentlich? Wie können wir nämlich das von diesem Einzelfall wegbringen, sondern in eine geordnete Struktur? Und diese Bundesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft wird von Fachleuten auf der einen Seite und Lehrerinnen und Lehrern auf der anderen Seite getragen. Das heißt, damit das so etwas halt nicht passiert, dass irgendeiner was vor die Tür kippt und sagt, jetzt nehmt mal dieses Lehrmaterial, sondern wo man sagen kann, das haben wir uns auch gemeinsam angeschaut. Und trotzdem ist es so, dass Sie können auch manche Schulbücher, die zertifiziert sind, sich anschauen und denken, die kommen nicht aus der Bundesrepublik Deutschland, sondern aus der DDR. Ich spitze es mal ein bisschen zu, da fallen Ihnen manchmal wirklich alle Haare aus, wenn Sie es sich wirklich genau anschauen. Also, dann haben Sie sich aber noch nicht viele Schulbücher angeguckt. Bitte? Dann haben Sie sich aber noch nicht viele Schulbücher angeguckt. Nee, weil ich das befürchtet habe, lasse ich das Kollegen machen, die schon eine Glatze haben. Nein, Spaß beiseite, aber es ist schon manchmal erschütternd. Aber was ich einfach, da glaube ich, es gibt schon die Diskussion, die ist vielleicht eine theoretische, die hatten wir auch in der Engagementberichtskommission damals. Darf denn auch der was tut, Nutzen daraus haben? Und das wird in der theoretischen Beleuchtung schon auch, da kann so ganz Puristen sagen, nein, also der tut ja gerade etwas, der entäußert sich ja aus seiner Persönlichkeit und macht etwas für andere. Also was weiß ich, im alten Pflegeheim oder für Geistbehinderte im Heim. Und dann haben wir gesagt, aber das ist doch absurd. Warum soll der da nicht etwas mitnehmen für sich? Mhm. Ja, das ist ja, wäre absurd. Also wir tun ja auch sonst Dinge nicht abstrakt von uns. Und das Engagement kann ich auch nicht trennen. Also es ist so eine Reinheitsvorstellung, die es dann in der Tat gibt von der Diskussion her. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man sagt, es muss stimmig sein. Und dann ist es auch okay. Also das zum Beispiel, dieses Dahinschütten von irgendwelchem Material, das führt ja erstmal zu nichts. Ja, da können Sie auch jeden Tag einen Sack Äpfel vor die Schule schütten. Das ist dann auch interessant, aber brauchen die jetzt gerade Äpfel? Sondern es geht eigentlich um die Frage, ist es zu dem, der es tut, eine stimmige Antwort oder eine stimmige Tätigkeit? Und deswegen muss es aus dem Unternehmen auch mit den Mitarbeitern kommen. Es ist keine, also es gibt schon, natürlich gibt es so eine Art Window-Dressing-Aktivitäten. Machen wir uns nichts vor. Ja, das gibt es. Da wird viel Geld im Sinne von Marketing aufgewandt, weil die irgendwie ein scheiß Image haben. Jetzt versuchen sie sich da irgendwie ins rechte Licht zurück. Und wenn Sie mal ein bisschen dran kratzen, merken Sie, dass das genau sowas ist. Also wird man am Ende fragen, Leute, was machen eigentlich eure Mitarbeiter? Passt das eigentlich überhaupt zu eurer Kultur? Du kannst kein Engagement, du kannst es nicht glaubwürdig auf Dauer machen, was nicht zur Unternehmenskultur passt. Ja. Das, was Sie gerade schildern, Herr Professor Hütte, ist ja teilweise sogar gesetzgeberisch gefördert, also dass man es machen muss. Also auf europarechtlicher Ebene besteht ja dann tatsächlich für Unternehmen gewisser Größenordnung die Verpflichtung, Corporate Social Responsibility umzusetzen. Und dann passiert genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dass es eben nicht aus der inneren Motivation heraus, sondern weil man es eben machen muss. Genau. Auf der anderen Seite, diesen Rückfluss, den Sie gerade beschrieben haben,
ob der jetzt legitim ist oder nicht, den kann man ja manchmal gar nicht vermeiden. Denn wenn ich etwas tue, dann passiert es ja automatisch. Ja. Und was da jetzt zurückkommt, das spielt ja letztendlich dann gar keine Rolle. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Menschen handeln ja aus unterschiedlichen Antrieben. Der eine macht es tatsächlich aus einem ökonomischen Antrieb, ne, der dann sagt, ich habe hier einen hohen ökonomischen Wert und ich möchte auch, dass das In- und Output-Verhältnis am Ende stimmt. Der andere hat vielleicht in erster Linie einen sozialen Antrieb und der Rückfluss ist vielleicht Dankbarkeit oder leuchtende Augen oder was auch immer. Oder vielleicht ist es auch eine gute Presse, die zurückkommt oder was auch immer. Und diese Effekte, die nimmt man natürlich mit und das halte ich auch nicht für unmoralisch. Ne? Es gehört auch ja nicht zu unserer Ordnung, nach den Motiven zu fragen im Übrigen. Also nach den Motiven fragt eine demokratische, freiheitliche Ordnung nicht. Solange sie im Rahmen der Gesetze sich bewegen, wird das über gesellschaftliche und menschliche Interaktion zurückgespielt. Ja. Aber diese Vorstellung, die Handlung ist nur gut, wenn du es dir auch gut vorher gedacht hattest, das ist ja ein bisschen absurd, nicht? Aber das ist ja was, so eine moralinhaltige, vorangetragene Position, die ja sagt, also ich habe alles mir schon mal, nicht wahr? Also weil ich so ein besonders ethisch orientierter Mensch bin, mache ich das. Und dann höre ich schon auf zuzuhören, weil die Menschen sind im Alltag an vielen Nöten, an vielen Zwängen, an vielen Bedingungen unterwegs und müssen reagieren. Ja. Und wenn sie es schaffen, daraus einen Gedanken mehr aufzuwenden auf das, was jenseits der eigenen Privatheit und jenseits des eigenen Unternehmens wichtig ist, dann ist es eigentlich schon gelungen. Das ist doch die Perspektive. Das interessiert mich doch das Motiv gar nicht. Ja. Ich glaube, bei Ihrem Lehrmaterial, es sind so zwei Faktoren. Das war nur ein Beispiel. Ich wollte nur, dass das Sponsoring raushaut. Das ist ja gut. ich bin familiär ein Kind der Kunststoffindustrie und da gab es auch so Lehrmaterial, Kunos coole Kunststoffkiste. Das war natürlich eine imagebildende Maßnahme. Bloß jetzt kommen zwei Faktoren, Ideologie und Neid. Wenn jetzt irgendeine chemische Industrie so ein Lehrmaterial stellt, dann gehen bestimmte Gruppen schon in die ideologische Gegenhaltung, beschäftigen sich vielleicht auch gar nicht mehr damit. Und bei dem Thema Neid möchte ich nur den Namen Dietmar Hopp nennen, einer der SAP-Gründer, der sich unfassbar sozial engagiert. Unfassbar. Dieser Mensch gibt Milliarden und Abermilliarden in den verschiedensten Bereichen, viel in Klimaforschung. Wie heißt es nochmal? Das Potsdamer Klimainstitut. Genau, ne? Der PIK. Ist von Dietmar Hopp. Klimafolgenforschung. Ja. So, und dann wird dieser Mann angegangen, weil er sich auch im Sport engagiert. Und das ist der Faktor Neid. Und bei beiden Themen gehen mir persönlich auch die Nackenhaare hoch. Wenn Sachen ideologisch diskutiert werden und nicht mehr sachlich und wenn Neid ins Spiel kommt. Ja, und ich glaube, was auch noch so ein Punkt sein kann, der eigene innere Schweinehund wird einem ja vielleicht so vorgehalten. Ja. Ne? Wenn man dann, Frau Milz nicht direkt. Ja, also wenn man dann sieht, so, oh, da macht jemand was und ich mache nichts, kriege ich ja so einen Spiegel direkt vorgehalten. Das ist ja häufig unbequem. Jetzt nicken Sie, wir haben jetzt schon so viel besprochen, dass das Ehrenamt also auch auf der emotionalen Ebene was zurückgibt, also abseits jetzt von wirtschaftlichem Benefit. Aber diese Würdigung des Ehrenamtes, ne? Gut, hier in Bonn gibt es den Ehrenamtsausweis, da kann man dann billiger ins Museum oder ins Theater. Wenn man ganz viel gemacht hat, gibt es sogar das Verdienstkreuz oder sonstige Preise wie den Ludwig. Hast wieder was verpasst. Ist das denn alles so eine Würdigung auf Augenhöhe oder ist das irgendwie doch Lametta? Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben in Nordrhein-Westfalen tatsächlich diese Ehrenamtskarte. Da kann eine Kommune beitreten, das muss sie aber nicht. Jede Kommune ist frei, auch ganz eigene Würdigungsmechanismen eben zu beschließen im Stadtrat. Die müssen also nicht diese Ehrenamtskarte mit rausgeben. Der Vorteil von der Ehrenamtskarte ist der, dass sie da natürlich die Vergünstigungen, die es in Bonn gibt, wenn es diese nordrhein-westfälische Karte ist, die ist gleichzeitig aber auch inzwischen in ich sag mal, 300 weiteren Kommunen. Und überall dort können Sie deren Vergünstigungen dann auch nutzen mit der Karte. Okay. Das heißt, das wissen viele gar nicht, wenn ich die also in Bonn verliehen bekomme und fahre nach Minden-Lübbecke und dort kann ich im Schwimmbad einen Euro billiger Eintritt bekommen, wenn ich die Engagementkarte NRWs habe, dann kann ich die mitnehmen. Das kann ich in der App nachgucken und ich sag mal, das ist zwar eine kleine materielle Entschädigung oder ein Dankeschön nur, ist aber für viele Menschen, und das sagen die uns auch, gar nicht die Motivation,
erklären, warum sie Ehrenamt machen. Den aber also, dass es wahrgenommen wird. Ja, es ist es, ne? Genau. Die sagen auch, sie möchten wahrgenommen werden mit dem, was sie tun. Und das ist ihnen oft Dank genug, wenn das wirklich dann sogar zwischen vier Augen nur eben passiert oder zwischen sechs Augen. Es muss keine staatliche Würdigung sein. Natürlich gibt es viel staatliche Würdigung in Form von Preisen in jeglicher Art. Und natürlich freuen sich diese Leute auch total, wenn sie dann mal mit unserem Engagementpreis Nordrhein-Westfalens ausgezeichnet werden, wo uns das sehr schwer fällt jedes Jahr, obwohl wir immer ein Thema setzen, bekommen dann die Bewerbungen, da dann einen oder drei rauszupicken. Das ist unglaublich schwer, aber wir tun es doch. Und es gibt auch online manchmal die Bewertungen, da macht das gar keine Jury oder nicht der Staat. Also alle diese Mechanismen gibt es und es gibt aber sehr, sehr viele Menschen, die sagen, das ist für mich ein schönes Add-on. Aber eigentlich ist die Anerkennung, der Wert als solcher, gar nicht in Form von ein Euro billiger im Schwimmbad oder ich kriege eine Plakette an die Jacke geklebt, sondern es ist das zwischen dir und mir, was da dann eben fließt. Und dafür tun die Menschen das. Jetzt haben wir eben gehört, dass auch so die letzten 10 Jahre das wahnsinnig nach oben gegangen ist, dieses ehrenamtliche Engagement. Wir sind jetzt auf fast 40%. Ja. Sicherlich hat auch die Krise 2015, so das Engagement für Geflüchtete, hat die Zahlen noch mal total nach oben gerissen. Damals lag es bei 30. Jetzt dann ging es auf 39%, dieses bürgerschaftliche Engagement. Aber da gab es ja dann auch erste Knackpunkte, mit der Verwaltung. Also es war ja so ein zweischneidiges Schwert. Man hatte so den Eindruck, oh, wenn Not am Mann ist, kann man sich auf die Gesellschaft verlassen und die Leute bringen sich ein und engagieren sich. Und dann kommt die Verwaltung und bremst es so ein bisschen aus. Und so ein Déjà-vu hat man ja, ich werfe das in den Raum, weil ich glaube, danach geht es hier total ab. Wir hatten das ja eben auch so ein bisschen schon jetzt in der Pandemie, dass auch Leute helfen möchten, egal ob Rückverfolgung bei den Gesundheitsämtern oder so, dass dann Stellen wie das THW, die Bundeswehr, einbezogen werden, die sagen, wir können nicht mehr. Auf der anderen Seite Leute da sind, die sagen, wir wollen. Und dann sagt die Verwaltung, ihr dürft aber nicht. Weil, wie erklärt man das den Leuten? Also das ist tatsächlich ein Faktor. Erstmal muss man vorausschicken nochmal, dass sich Ehrenamt und warum und wann engagiere ich mich sehr stark gewandelt hat. Früher hat man ein Engagement 40 Jahre, 50 Jahre im Sportverein, im Kirchenchor, in der Hospizbewegung, ohne sich selber zu fragen, bin ich das eigentlich, noch immer weitergemacht. Da wurde man gar nicht gefragt. Da war man automatisch immer weiter der Vorsitzende, bis man wirklich irgendwann zu krank dafür war. Heute engagieren sich Menschen sehr stark temporär für unterschiedlichste Dinge projektbezogen. So war das zum Beispiel 2015. Da gab es Menschen, die fanden genau dieses Thema, diese Idee und diese Situation sehr motivierend und haben gesagt, ich mache es jetzt. Die haben wir aber gar nicht alle behalten können. Das war also nicht so, dass ich dieses Engagement und die Bereitschaft nachher überführen konnte in klassische Engagementfelder, wo nur der Mann ist in Vorständen, weil ich keine Kassierer mehr finde, die eben im Sportverein den Schatzmeister machen wollen. Das klappte nicht, sondern diese Leute haben sich gezielt das ausgesucht. Und jetzt kommt tatsächlich das, was Sie sagen. Wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen vor 2 Jahren, wir haben ja eine Engagementstrategie fürs ganze Land vor 3 Monaten beschlossen. Und es gibt jetzt demnächst auch Servicestellen, die also den Engagierten sehr viel Arbeit abnehmen werden. Das kommt jetzt eben alles auch mit Geld gestützt. Und wir haben 110 Busse durch Nordrhein-Westfalen fahren lassen, die die Engagierten wirklich von Borken, Lübecke, dem Märkischen Kreis, bis nach Bonn befragt haben. Und da sagen viele, dieses Knacken zwischen Hauptamt und Ehrenamt ist auch etwas, was ihnen auffällt und auch aufstößt, dass sie ausgebremst werden, dass sie manchmal gerne mehr geben würden und nicht gelassen werden. Und da merken wir, da müssen wir auch ansetzen. Also Thema Kommune, Thema Kommune ist da tatsächlich ganz, ganz wichtig, sodass wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen jetzt sehr stark ins Geschäft einsteigen, mit Kommunen über Engagement zu reden, Kommunen zu qualifizieren. Das muss man nicht glauben, dass das jeder automatisch kann. Wie gehe ich eigentlich um mit all diesen engagierfreudigen Menschen? Wie binde ich die ein, auch so, dass ich sie halte und so, dass die sich wohlfühlen? Manchmal muss ich das lernen, wie ich das mache. Das darf auch übrigens nie im dritten Amt ganz unten links angesiedelt sein. Ehrenamt in der Kommune für mich muss Chefsache sein. Aber wenn jetzt in so einer Situation, wie wir jetzt sind, wo zum Beispiel Nachverfolgung wichtig wäre, und es Menschen gibt, die sich da engagieren möchten, und die könnten super telefonieren und es heißt aber,
nein, du musst den Heilberuf. Ja, manchmal. Herr Rütter, das verdreht die Augen ganz doll. Naja, das sind manchmal gesetzliche Vorgaben. Das ist dann so. Es gibt natürlich einen grundsätzlichen, wirklich systematischen Unterschied zwischen Engagement und öffentlicher Verwaltung. Ja. Engagement ist vielgestaltig, bunt, projekthaft, macht dies und das, flexibel, agil. Jedes Mal darf es auch ein anderes Thema. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Mhm. Auch in den Vereinsstrukturen durchaus. Verwaltung ist, das haben wir eigentlich bei Max Weber gelernt, die systematische Wiederholung des Immergleichen. Nicht wahr? Der Gewinn, die Modernisierung des Staates hieß eine willkürfreie Verwaltung. Wenn Sie eine willkürfreie Verwaltung haben, prozedieren die immer in den gleichen Verfahren. Mhm. Die haben, eigentlich dürfen Sie denen keinen Ermessensspielraum geben. Die brauchen aber Ermessensspielraum, wenn Sie auf einmal ein Engagementangebot dieser Form haben. Und das macht die Sache so schwierig. Und dann sind Sie in der Frage, jetzt sind Sie der Amtsleiter oder Sie sind in der Behörde irgendwie für irgendwas zuständig. Welchen Freiraum haben Sie denn? Was passiert denn, wenn irgendwelche Haftungsfragen auftreten? Und diese Sorgen haben, also wir sind nicht wirklich risikogeneigt und wir erlauben es auch im öffentlichen Bereich nicht. Klar, ich meine, nehmen Sie mal, also Baugenehmigungen wollen wir ja schon, dass es ordentlich gemacht wird, nicht? Und dass dann hinterher die Statik berechnet worden ist oder geprüft worden ist und all solche Dinge. Aber in anderen Themen kann man sich in der Tat fragen, und da haben wir unheimlich viel, glaube ich, auch versäumt im letzten Jahr. Ich denke, gerade im Schutz der Alten- und Pflegeheime haben wir eigentlich das zweite Halbjahr 2020 nicht genutzt, wo viele bereitstanden, wo wir denen auch keine Infrastruktur gegeben haben. Und da hätte man auch nicht auf irgendwelche sonstigen Regeln einfach warten müssen. Wenn ein Thema nicht akzeptiert wird, es ist von der Politik von oben her im letzten Jahr erst nicht akzeptiert worden, dann findet es auch nicht statt. Aber die grundsystematisch, und das muss man einfach sehen, also Verwaltung muss systematisch anders denken als Engagement. Ja. Und da müssen Sie da irgendwo, deswegen ist das ein wichtiger Punkt, was Sie sagen, das finde ich auch super, da muss man den Gemeinden irgendwie so Öffnungsstellen geben, da wo sie diese Agilität aufnehmen können. Beziehungsweise, ich finde den Gedanken des THWs, diese Kombination zwischen Ehrenamt und Hauptamt, aber eben nicht in der staatlichen Verwaltung verankert, das können wir genauso auch beim Profifußballverein haben. Der hat auf der einen Seite eine hochunternehmerisch professionelle Abteilung, trotzdem macht er Jugendarbeit. Mhm. Trotzdem holt er die Kinder von der Straße. Darf ich Ihnen ein Beispiel zum THW geben? Da gibt es eine wunderschöne Geschichte. Die THW hat hauptamtlich 800 Leute, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und ich glaube, das X-fache an nebenamtlich. Dann hat der Rechnungshof sich angeschaut und gesagt, das können Sie nicht verstehen. Wenn das ja nur 8.000 oder ich glaube, also im Faktor 10 ist noch engagiert. Wieso die 20.000 Autos hätten, wo die doch nur 4.000 Hauptämter hätten. Das könnte man jetzt doch irgendwie, also das war sozusagen jetzt von den Zahlen mal abstrahiert, das war die Feststellung des Bundesrechnungshofes. Dann musste das THW den erstmal darauf hinweisen, ja, aber wir fahren auch, wir haben sogar, also, es ist einfach eine Kombi aus. Und dann da fängt schon die Wahrnehmungssperre an. Wie kann denn das sein? Ich habe Hauptamt und Ehrenamt. Und die sitzen da alle im gleichen Auto in einer so und so. Und deswegen haben sie so viele Autos. Ja, klar. Ich glaube, der wirtschaftliche Wert, Sie haben das ja anfangs mal mit einer Zahl belegt, der wirtschaftliche Wert der ehrenamtlichen Tätigkeiten, der ist, glaube ich, überhaupt nicht klar. Ne? 280 Milliarden. Ja. Ja, aber Siemens, Daimler, irre, ne? Die Vorstellung, der Rechnungshof kommt und sagt, wo haben die denn, wenn die 8.000 Autos haben, die 8.000 Leute? Ja, aber ich glaube, Sie brachten das gerade mit dem kleinen Sportverein, der den Schatzmeister nicht mehr findet. Ja. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Ecke Ehrenamt und Engagement auch mal unternehmerischer und auch ein bisschen neu denken. Ich glaube, wenn viele Vereinsvorsitzende sich über die juristischen Folgen ihrer Tätigkeit im Klaren wären, dann würden das noch viel weniger machen. Ne? In was die sich begeben. Also ich sitze in einigen Stiftungsgremien drin. Ich bin dann irgendwann mal in einer Runde aufgestanden und habe gefragt, ob jetzt jedem klar wäre, dass er jetzt gleich mit seinem Privatvermögen haftet, wenn wir bestimmte Vermögensverluste realisieren, dass jetzt also ein paar Einfamilienhäuser doch auf dem Deckel stehen. Das führte dann doch zu etwas ungläubigen Blicken, beziehungsweise auch sehr ängstlichen. Mhm. Also ich glaube, da ist der Gesetzgeber an der einen oder anderen Stelle auch mal gefragt. Ja, und wenn wir merken... Es kann nicht sein, wenn irgendwo beim Fußballverein sich irgendeiner die Knochen bricht, was eben doch zum Geschäft gehört, dann eben... Also bei manchen Fußballvereinen mehr als bei anderen. Ne? Ja. Wir lassen jetzt mal unbenannt weg. Bei Kreisliga 10. Ne? Aber da ist ja auch schon einiges passiert
Ne, ja. In dem Bereich ist ja auch schon einiges passiert. Viel passieren. Der Gesetzgeber hat ja schon durch das Gesetz zur Erleichterung der ehrenamtlichen Tätigkeiten, da ist eine Regelung auch im bürgerlichen Gesetzbuch geschaffen worden, die eine Haftungserleichterung begründet, dass man also nur für grobe Fahrlässigkeiten Vorsatz haftet, für leichte Fahrlässigkeit nicht mehr, wenn man unentgeltlich tätig ist. Man kann an vielen Stellen auch damit anfangen. Man muss nicht immer direkt auf den großen Wurf setzen. Klar, die Bundesgesetzgebungen für Haftungen und für Versicherungsfragen, für Datenschutzfragen, Steuerrecht, das kommt alles aus Berlin. Das dauert lange, bis man da was macht. Ich kann ein kleines praktisches Beispiel nennen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ja gerade vor 2 Jahren unseren Vereinen, nicht den Kommunen, unseren Sportvereinen 300 Millionen Euro gegeben, um ihre eigenen Vereinsanlagen, die ihnen gehören, sanieren zu können und für die Zukunft fertigen zu können. Das hätte ich nie machen können, wenn ich die Richtlinien angewendet hätte, die ich beim kommunalen Sportstättenbau anwenden muss. Wissen Sie, was ich machen musste? Allgemeine Heiterkeit. Thema Rechnungshof. Ich bin zum Landesrechnungshof gegangen und habe mit denen das erste Mal eigene Richtlinien fürs Ehrenamt abgesprochen, die mir unterschrieben haben, dass ich sie anwenden darf, weil sich diese 300 Millionen an die Engagierten richten. Denn in vielen Sportvereinen habe ich gar kein Hauptamt. Das heißt, ich muss die auch in die Lage versetzen, das Geld, ich sag mal, rechtskonform ausgeben zu dürfen. Und das kann man, glaube ich, viel mehr denken noch. Das ist so ein Appell von mir immer. Oder denkt sowas mal Berater praktisch. Nehmen, ne? Wir kommen auf das, auch Kommunen können ja dann sagen, wir beraten sie. Das ist ja eine quasi, auch eine, wenn sie eine Sportanlage entscheiden, wir haben die Leute, wir könnten denen wenigstens helfen, dass das Geld ordentlich verwendet. Ja. Auch sowas wäre eine Interaktion. Wie gesagt, das machen wir auch. Wir lassen immer das dann so stehen, dass die Kommunen ins Benehmen gesetzt werden. Ob die wirklich helfen müssen, ist immer eine Frage. Weil natürlich in dem Geld können die planerischen Leistungen für Architekten und so ja mit eingesetzt werden. Aber was für viele Vereinsvorstände wichtig war, wie rechne ich das hinterher ab? Und was muss ich da 1000 Fragebögen ausfüllen? Und, und das haben wir anders gedacht für die Engagierten. Und siehe da, die können das. Das Programm läuft fantastisch. Die können das. Man muss ihnen nur ein Stück weit auch den roten Teppich ausrollen. Und das, finde ich, ist das Ehrenamt auch wert, dass man den roten Teppich dafür ausrollt. Das ist natürlich ein Bombenstatement. Also das ist sehr schön. Bleibt nur die Frage, wenn man jetzt schon hört, so, das ändert sich und es ist eher so projektbezogen, nehmen sich die Leute Zeit fürs Engagement oder fürs Ehrenamt. Wie generiert man denn dann Nachwuchs fürs Ehrenamt? Ich habe nämlich in der Vorbereitung auch gelesen, vielleicht wäre das auch eine Idee, wo Sie eh schon so innovativ unterwegs sind. Im aktuellen Spiegel ist ein Interview mit einem Geflüchteten aus Syrien, der jetzt in der SPD Schleswig-Holstein sehr aktiv ist. Und der sagt, Tarek Saad ist der Name, der sagt, dass Geflüchtete ins Ehrenamt gehen sollten, weil er selbst auch gute Erfahrungen natürlich damit gemacht hat. Ja. Und auch sagt, wäre das nicht auch ein Anreiz, auch das, was uns viele Probleme nehmen könnte, nämlich Probleme mit Integration, Probleme auch mit Anerkennung. Wenn man hingehen würde und sagt, okay, du hast dich ehrenamtlich engagiert, wir nehmen das als Bonuspunkte für Anerkennungsverfahren. Ja, das ist können genau das, auf dem kurzen wollte ich gerade sagen. Das machen wir eben zum Teil auch schon. Und wir haben, wer eben Lust hat, kann auf unserer Seite engagiert in NRW, sich gerne mal die Engagementstrategie für das Land angucken. Da kommen jetzt auch in den einzelnen Ministerien, die bei uns ja auch alle Ehrenamt verortet haben. Also Feuerwehr gehört ins Innenressort, Hospiz gehört ins Gesundheitsministerium, Schulpflegschaften gehören ins Bildungsministerium. Klar, ich bin das Dach überall dem Ganzen drüber. Und wir haben auch jetzt festgestellt, dass wenn wir fremde Kulturen bei uns jetzt beheimaten, die kennen oft Engagement gar nicht, so wie wir das machen, so wie wir das leben. Die haben diese Traditionen nicht. Die haben 15 auch gedacht, die Leute kriegen Geld dafür, wenn die mich jetzt dahin bringen, mir helfen, mir was organisieren, bis die erst verstanden haben, dass die das umsonst machen. Und da, glaube ich, ist tatsächlich ein großer Punkt, wie wir gesellschaftlich noch sehr viel mehr an andere Gruppen herangehen müssen, um die auch zum Engagement zu führen. Denn die, die wir da gewinnen, das sind nachher Multiplikatoren, die uns andere Probleme automatisch damit auch wirklich lösen helfen. Das ist also auch bei Menschen mit zum Beispiel körperlichen oder auch geistigen Beeinträchtigungen so. Die müssen wir noch viel mehr ansprechen, aber auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Und da legen wir einen sehr starken Fokus drauf.
Also, wenn ich das jetzt alles so höre, glaube ich, müssen Sie als Zuschauer nachher noch mal eine ganze Menge googeln. Zum einen diese Ruhrdachs-Geschichte, vielleicht ist das auch was für Ihr Zuhause, für Ihre Stadt hier in Bonn. Gibt es das schon, habe ich schon gehört. Das googeln Sie am besten direkt auch. Wie hieß es? Marktplatz? Marktplatz gute Geschäfte. Ja. Marktplatz gute Geschäfte. Ja, das haben wir zum Beispiel auch im alten Rathaus gemacht. Ich meine, das alte Bonner Rathaus, das ist ja nun mal eine fantastische Location. Ne? Und das funktioniert dann auch gut mit der Kommune zusammen. Die stellt den etwas pompösen Rahmen, da kamen auch die Leute verkleidet und eine Kammer gibt dann ein paar finanzielle Mittel dazu. Sie haben mich da nicht eingeladen, sonst hätte ich das gewusst. Ja, also ich wollte es vorhin sagen, dass ich das eigentlich schon hier so als abgesegnet betrachte, dass Sie die Eröffnung unseres nächsten Marktplatzes gut Geschäft. Da sind wir uns ja schon wieder ein und dabei und haben den Haken. Da tritt der Präsident direkt einen Meter zurück. Das ist gar kein Thema. An Ihrer Seite, Herr Präsident, ja, natürlich. Ja. Wir passen beide auf die Bühne, kein Problem. So, also ich denke, wir konnten da vielleicht so einiges heute anreißen, das ein oder andere. Vielleicht haben Sie ja auch ein Interesse, falls Sie noch nicht zu diesen 39,7% gehören, zu denken, Mensch, ich habe jetzt irgendwie doch echt mehr Zeit als vorher und das klingt gut und so ein bisschen innere Zufriedenheit, die einem das Ehrenamt gibt, das hatten wir ja auch heute, dass das neben dem ganzen fetten wirtschaftlichen Faktor, den das mit sich bringt, auch was Schönes sein kann. Vielleicht ist das ja noch eine kleine Idee, ist zwar kein Neujahr, aber als Vorsatz für das kommende Jahr ist das mit Sicherheit nicht das Schlechteste. Ich bin gespannt, wenn wir uns wiedersehen, verkleidet oder nicht, unter anderen Bedingungen auf dem Marktplatz und das Ehrenamt feiern. Bleiben Sie gesund bis dahin, engagieren Sie sich für das Gute, das kann nie verkehrt sein. Ich danke meinen Gästen in der Runde ganz herzlich fürs Dasein und Herkommen und Rede und Antwort stehen. Ihnen allen einen guten Heimweg und Ihnen einen schönen Abend noch. Dankeschön.